Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem und den folgenden Videos wollen wir uns ansehen, wie JavaScript und HTML miteinander zusammenspielen und wie wir da die Interaktion mit dem Benutzer vernünftig hinbekommen. Wir haben bislang nur eine sehr einfache Art kennengelernt, wie wir mit dem Benutzer interagieren können, nämlich indem wir mit der Methode Prompt den Benutzer auffordern, eine Eingabe zu tätigen. Wir hatten gelernt, dass Prompt eine vordefinierte Funktion ist, die uns in JavaScript zur Verfügung steht und dass wir ihr zwei Zeichenketten als Parameter übergeben müssen. Die erste davon ist der Text, der oberhalb des Eingabefelds angezeigt wird, wie wir das unten in diesem kleinen Bild auf dieser Folie sehen. In diesem Beispiel steht dort Autor. Die zweite Zeichenkette ist die, die in dem hier jetzt blau umrandeten Feld stehen würde, wenn wir hier etwas anderes als die leeren Zeichenkette angegeben hätten, wie beispielsweise einen vorgegebenen Namen. Meistens übergeben wir hier eine leere Zeichenkette, sodass dort keine Vorbelegung steht. Wenn wir eine vernünftige Vorbelegung machen können, können wir dort natürlich etwas hineinschreiben. Wir wissen außerdem, dass Prompt einen Rückgabewert liefert, der wiederum eine Zeichenkette ist. Diese können wir dann beispielsweise einer Variablen zuweisen. Das haben wir hier mit dem Autor gemacht. Wenn der Benutzer einen Namen in den Dialog eingibt, wird dieser in der Variablen Autor gespeichert. Etwas Vorsicht walten lassen müssen wir allerdings, wenn der Benutzer Zahlen eingeben soll, weil der Benutzer streng genommen gar keine Zahl eingeben kann, sondern immer eine Zeichenkette eingibt, wenn er etwas auf der Tastatur tippt. Wenn wir aber eine Zahl erwarten, sollten wir sicherstellen, dass der Wert, der vom Benutzer eingegeben worden ist, sofort in eine Zahl umgewandelt wird. Wir können diese Umwandlung in den Methoden unserer Objekte vornehmen, so haben wir das kürzlich in dem Video bei den Buchobjekten gemacht. Wir können die Umwandlung der Eingabe aber auch gleich an dieser Stelle vornehmen. Die Zeile, die wir hier im unteren Teil der Folie sehen, besagt also, dass wir den Benutzer mit Prompt etwas eingeben lassen. Wir bekommen dann einen Wert zurück, der eine Zahl sein sollte. Und diese Zahl, diesen Rückgabewert von Prompt, übergeben wir sofort weiter an die Funktion ParseFloat, die den Wert in eine Zahl umwandelt. Wenn das nicht gelingt, beispielsweise weil der Benutzer gar keine Zahl eingegeben hat, passiert auch etwas Bestimmtes. Das könnt ihr einmal selber ausprobieren. Wir gehen hier aber einmal von einem gutmütigen Benutzer aus, der tatsächlich hier eine Zahl eingegeben hat. Dann ist sichergestellt, dass wir also auf jeden Fall eine Zahl in der Variablen Preis gespeichert haben. Solche Eingaben kann man natürlich komfortabler gestalten, als wir das bisher gemacht haben. Fehler können hier zum Beispiel passieren, wenn der Benutzer so etwas wie 11,30 eingibt für 11,30 Euro und ein Komma hinschreibt. Ein Komma ist eben kein Komma in JavaScript, weil wir da den Punkt, den Dezimalpunkt verwenden müssen. Gut wäre es, wenn wir die Eingabe auf Korrektheit oder zumindest auf Plausibilität prüfen würden. Dazu müssten wir eigene Funktionen schreiben, mit denen wir feststellen könnten, ob die Eingabe korrekt oder gültig ist. An dieser Stelle erweisen sich übrigens wieder einmal Grammatiken als sehr hilfreich. Wir werden uns in dieser Vorlesung solche Dinge nicht kümmern. Wir verlassen uns also darauf, dass unsere Benutzer, das sind ja bei uns wir selber, sehr genau wissen, was sie tun. In der richtigen Welt sollte man das auf keinen Fall tun, denn hier Eingaben vorzunehmen, mit denen die Programmierer nicht gerechnet haben, ist eine der einfachsten Möglichkeiten, einen Server zu hacken. Gewissermaßen das Gegenstück zu Prompt ist Alert, das ebenfalls dafür sorgt, dass ein Dialog geöffnet wird. Hier kann der Benutzer nichts eingeben, der Dialog ist also nur zur Ausgabe gedacht. In dem Beispiel hier wird mit Alert, Klammer auf, Buch.Autor, Klammer zu, eine Eigenschaft eines Buchobjekts ausgegeben. Übergeben werden muss dem Alert immer eine Zeichenkette und diese Zeichenkette wird exakt so ausgegeben, wie sie dort angegeben ist. Das heißt, es findet keine HTML-Interpretation statt. Wir können dort HTML-Code hineinschreiben, aber dann wird der tatsächlich als HTML-Code dort ausgegeben. Probiert es einmal selber aus. Dann stehen dort die spitzen Klammern und was immer wir sonst noch an HTML verwenden. Meistens wollen wir das nicht, sondern vielmehr den Wert von irgendetwas ausgeben. Dafür können wir dann, wie gesagt, ganz einfach den Wert dort hineinschreiben und müssen uns nicht die Mühe machen, noch irgendwelche HTML-Umgebungen, P-Tags und so weiter auszugeben. So eignet sich diese Methode sehr gut dafür, Testausgaben in einem Programm vorzunehmen. Wenn wir beispielsweise denken, eine Variable müsste eigentlich einen bestimmten Wert haben, aber das Programm irgendwie nicht das tut, was es tun soll, dann können wir einfach mal nachgucken, ob die Variable wirklich diesen Wert besitzt, von dem wir glauben, dass sie ihn gerade hat. Und manchmal sind wir dann ganz überrascht. Wir können uns mit Alert übrigens auch anzeigen lassen, von welchem Typ eigentlich ein Objekt ist. Manchmal kann es also ganz bequem sein, etwas mit Alert auszugeben. Eigentlich aber ist es nur ein kleines Hilfsmittel für uns, das man in der Regel nicht in größeren JavaScript-Programmen verwendet, die man dann an einen Kunden ausliefern würde. Da würde man Ausgaben üblicherweise anders vornehmen. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Genauso verwendet man auch das Prompt meistens nicht, außer für ganz bestimmte Dinge. Alert selber liefert keinen Rückgabewert, sondern wird einfach aufgerufen, erhält einen Parameter, öffnet diesen Dialog, wo der Benutzer keine andere Wahl hat, als auf OK zu drücken. Und das war es dann auch schon. Wenn wir komplexere Ausgaben vornehmen wollen, kommen wir nicht umhin, mit DocumentWrite zu arbeiten. Zumindest bislang, denn wir werden noch eine weitere Methode kennenlernen, um etwas in ein Dokument zu schreiben. Im Moment ist Document.Write das Mittel der Wahl für uns. Damit können wir etwas in ein Dokument hineinschreiben. An DocumentWrite wird, wie an Alert, immer eine Zeichenkette als Parameter übergeben. DocumentWrite hat ebenfalls keinen Rückgabewert und was immer wir da übergeben, wird in HTML interpretiert. Die Ausgabe von DocumentWrite wird an der Stelle in das Dokument geschrieben, an der das JavaScript-Programm, das wir geschrieben haben, ausgeführt.
gespeichert wird. Dort erscheint also dann unsere Ausgabe, die wir mit DocumentWrite vornehmen. Auf diese Weise müssen wir also gültigen HTML-Code schreiben. Wenn dort schon P-Tags stehen, ist alles prima, dann können wir einfach einen Text dort hineinschreiben. Wenn dort noch keine Tags stehen, müssen wir halt auch die P-Tags mit ausgeben. Oder was auch immer. Wir können natürlich auch Überschriften, Tabellen und alles andere, was wir kennengelernt haben, ausgeben. Wichtig ist nur, dass das, was am Ende erzeugt wird, immer gültiger HTML-Code sein muss. Wir müssen also darauf achten, an welcher Stelle wir etwas ausgeben, wo wir uns da in unserem HTML-Dokument befinden. DocumentWrite ist bislang die einzige und auch insgesamt eine der wichtigsten Methoden, um Inhalte dynamisch auf einer Webseite zu erzeugen. Wir werden, wie gesagt, noch eine andere Art kennenlernen, aber für den Moment ist DocumentWrite das einzige, was wir an dieser Stelle benutzen können. Und damit kommen wir auch schon sehr weit, wie wir noch sehen werden und wie wir zum Teil schon gesehen haben. Auch diese Methode kann man gut verwenden, um Testausgaben zu machen, vor allem komplexere Testausgaben. Da müssen wir nur immer daran denken, dass wir gültiges HTML um alles schreiben, was wir da ausgeben. Dann kann man zum Beispiel auch ein komplettes Objekt mit allen seinen Eigenschaften ausgeben, wenn man das entsprechend programmiert. Ein winzig kleines Beispiel möchte ich hier noch einmal angucken. Wir hatten beim letzten Mal die Buchobjekte gesehen und mit denen möchte ich jetzt einmal eine kleine Interaktion anstellen. Hier haben wir jetzt wieder unsere Buchobjekte von der letzten Woche. Die binde ich hier schon wieder ein. Buch.js wird wieder eingebunden. Und ich habe eine neue Datei Bucheingabe angelegt, in der ich mich hier befinde. Im Grunde genommen also ganz ähnlich wie das, was wir letzte Woche schon gesehen haben. Nur jetzt möchte ich das Ganze eben so ein bisschen interaktiv machen. Wird ganz trivial sein, da passiert nicht viel. Wir lassen den Benutzer einfach nur ein Buch eingeben und das war es dann auch schon. Beim letzten Mal hatten wir fest definierte Buchobjekte in unserem Code. Jetzt soll der Benutzer ein Buch eingeben können. Wir speichern das nicht in einem Array, machen gar nichts Kompliziertes. Wollen einmal nur sehen, wie Ein- und Ausgabe funktionieren. Wir definieren uns dazu zunächst eine Variable, so wie wir das auf der Folie gerade gesehen haben, nämlich mit genau Prompt. Und auf diese Art und Weise ermöglichen wir also dem Benutzer jetzt eben einen Autor einzugeben und der wird in der Variablen Autor gespeichert. Jetzt machen wir das Gleiche noch für den Titel. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen Preis eingeben lassen und da mache ich das genau auch, wie wir das eben auf der Folie gesehen haben. Ich lasse den Benutzer zunächst den Preis natürlich eingeben, das schreibe ich hier schon mal hin. Aber ich will das eben nicht so lassen, sondern ich möchte diesen Preis, den eingegebenen Preis, direkt umwandeln mit ParseFloat. Das ParseFloat, erinnern wir uns dran, ParseInt sorgt dafür, dass in eine ganze Zahl umgewandelt wird, weil wir hier aber eine Zahl mit Nachkommastellen, eben 11,30 Euro zum Beispiel, 11,3 also eingeben wollen oder 11,30. So muss das natürlich ein Float sein, also eine Zahl mit Nachkommastellen sein. Die vom Benutzer eingegebenen Daten wollen wir natürlich jetzt zu einem Buch machen. Und das heißt, wir nehmen uns wieder eine Variable her, in der wir ein neues Buchobjekt erzeugen. Und das erhält natürlich genau diese drei Parameter übergeben, sodass wir eben jetzt das Buchobjekt haben. Und jetzt wollen wir einmal auch die Ausgabe testen, ob das auch funktioniert. Wir lassen uns einmal den Autor ausgeben und wir lassen uns einmal das gesamte Buch ausgeben. Da hatten wir beim letzten Mal von der Methode her schon dafür gesorgt, dass das in einen Absatz ausgegeben wird. Das sollte also alles passen. Gut, dann laden wir die Datei hier einmal in unserem Browser, probieren das Ganze aus. Hier geht der erste Dialog auf, der zweite Dialog und der dritte Dialog. Hier kommt das Alert, das uns anzeigt, wer der Autor ist. Und hier das DocumentWrite von dem gesamten Buch. Autor, Doppelpunkt, Leerzeichen, Titel, Punkt. Leerzeichen 11,30 Euro. So hatten wir das programmiert in den Buchobjekten. Damit sind wir dann auch schon durch, was die einfache Ein- und Ausgabe angeht. Im nächsten Video werden wir uns angucken, wie man die Eingabe noch deutlich verbessern kann. Mit DocumentWrite findet ja die Ausgabe direkt im Dokument statt. Und so ähnlich wollen wir das auch mit der Eingabe machen. Auch die Eingabe soll im Dokument stattfinden, so wie wir das von fast allen Webseiten kennen. Da haben wir diese Formularfelder, in die wir etwas eingeben können. Textfelder beispielsweise, Checkboxen und noch so einiges mehr. Und alle diese Dinge werden wir uns im Folgenden angucken. Das wird uns für die nächsten Videos begleiten, denn da gibt es schon so einige Möglichkeiten. Tschüss, bis zum nächsten Video.